Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja genau, ihr habt es gelesen, 3 Stunden Meditation. Wir beide probieren es aus und teilen einfach euch einfach mal die Erfahrung damit. Es wird sehr, sehr ruhig sein, aber manchmal gibt es ja in der Meditation Kenntnisse geben was oder Ideen, worauf man so gekommen ist. Und die teilen wir einfach mal euch mit. Mal gucken, was passiert. Auf jeden Fall erstmal viel Spaß und schön, dass ihr dran seid. Dann mal gucken. Es geht jetzt los. Timer ist auch schon eingestellt. In 3 Stunden ist es vorbei.
bemerke schon, dass es jetzt erst irgendwie anfängt mit der Meditation. Es hat ihr jetzt eine halbe Stunde gedauert. Und jetzt merke ich, dass ich eine Tiefe in mir erreiche. Was ich damit meine, ist, dass man sich mehr wahrnehmen kann und mehr so einen Tunnelblick hat. Es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Das ist jetzt gerade meine Erfahrung bis jetzt. Thank you.
jetzt geht es mir wirklich sehr gut. Ich habe gemerkt, wo mein Körper sehr steif geworden ist und wehgetan hat. Auch so am Rücken, Schulterbereich. Aber wenn man erstmal dagegen kämpft und sich ein bisschen das, sag ich mal, gefallen ist, geht jetzt eigentlich es wieder weg. Mir geht es wirklich sehr gut dabei. Und der Flow ist auch viel einfacher. Die Zeit geht sehr schnell rum gerade. Man ist auf jeden Fall in einem schönen Zustand, was wirklich sehr gut sich anfühlt. Das kennt man ein bisschen so, wenn man gerade aufsteht, ist man auch noch sehr schön entspannt und locker. Eine schöne Sache. Schon fast 2 Stunden meditiert. Und ich merke, ich kriege ganz viele unterschiedliche Gedanken, die eigentlich so im Alltag jetzt nicht so kommen. Auch interessante Gedanken, die man auch vielleicht auch lange nicht mehr hatte. Und ich habe auch oft die Gefühle der Glücklichkeit, Zufriedenheit, Freude, Spaß. Es tut auf jeden Fall sehr gut.
Ich hau ab, ne? Schau. Mach's gut. Mach's gut. Thank you.
Wir sind schon bei 2,5 Stunden und ich habe jetzt gemerkt, dass ich so schöne Bewegungen gemacht habe mit den Händen. Die haben mir richtig viel Spannung und Leichtigkeit im Körper verursacht. Dieses schöne Strecken, das Bewegen. Man nimmt seinen Körper viel besser wahr. Ist auch auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man schon fast 2,5 Stunden meditiert und spürt seinen Körper richtig gut und weiß ungefähr, was der Körper so braucht, welche Bewegung er braucht. Es ist eine schöne Erkenntnis, so dass man seinen Körper besser fühlt, wo Schmerzen sind, wo der Körper Pflege braucht. Eine sehr, sehr schöne Sache.
Ja, die 3 Stunden sind rum. Die sind schneller rumgegangen, als ich dachte. Boah, ich dachte wirklich, es ist sehr, sehr anstrengend. Aber es ist gefühlt so, in so eine Stunde, die erste Stunde war, glaube ich, für mich am schlimmsten, sage ich mal, reinzukommen. Aber wenn man erstmal drinnen ist, dann ist es einfach die 2 Stunden noch. Ja, das war die Meditation. Einfach mal ein bisschen was anderes, als man das kennt. Ja, die, die mitgemacht haben, auf jeden Fall Respekt von mir. 3 Stunden lang ist schon sehr, sehr schön. Oder die Leute, die das Video einfach laufen gelassen haben, für die Musik und für die Aufnahme, weil die einfach entspannt ist. Da vielen Dank, dass ihr auch da wart und das angeguckt habt. Schreibt gerne alle einfach mal in die Kommentare, wie ihr das Video gefunden habt. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr entspannter. Mir geht es viel besser, körperlich und geistlich. Gedanklich bin ich auch sehr klar. Und das war ja die Hauptsache, ne? Das ist ja mein Motto. Vorbeugen ist das A und O im Leben. So bleibt man auch lange gesund. Und hier beende ich das. Es war schön, dass ihr dabei wart, mitgemacht habt, zugehört habt, meditiert habt oder gelesen habt mit der Musik. Es war schön mit euch. Haut rein. Habt euch lieb. Und vergesst nicht, beugt euch immer vor. Dann bleibt ihr auch am längsten glücklich und gesund.